Valerie Morton. Ich bin Valerie Morton. Ich bin 83 Jahre alt. Dieses Zusammentreffen kam zustande, weil ich mich entschieden habe, die Andenken von meinem Mann zu verkaufen, aus der Zeit, als er in der Luftwaffe als Flieger im Einsatz war. Er war 16 Jahre älter als ich. Wir waren nicht sehr gut darin, im Kleinigkeiten sammeln, aber ich habe sie nun endlich einmal zusammengetragen und ich dachte mir, dass ich sie gerne jemandem verkaufen würde, der sehr interessiert an seiner Geschichte ist. Es ist so schön, über ihn zu sprechen nach all diesen Jahren. Erzählen Sie mir, Frau Morton, hat er jemals über den Sprung gesprochen und darüber, wie er aus dem Flugzeug herauskam, über Erfurt in Deutschland? Er sagte, dass sie über Deutschland geflogen sind bei einem Bombenangriff. Mein Mann gehörte zu den Luftbombern. Auf einmal wurde ihr Flugzeug getroffen und fing Feuer. Es waren 7 Personen an Bord. Mein Mann hatte natürlich einen Fallschirm, aber es gab einen anderen Mann, der schwer am Kopf verletzt wurde. Mein Ehemann hat es irgendwie geschafft, ihm einen Fallschirm anzuschnallen und ihn aus dem Flieger zu bekommen. Nach ihm ist dann auch mein Mann gesprungen. Er ist auf einem Feld zwischen Bäumen gelandet, hat seinen Fallschirm abgemacht und ist 3 Tage lang geflüchtet, bevor er von den deutschen Dorfbewohnern gefasst und zur lokalen Polizeidienststelle gebracht wurde. Und so landete er in Kriegsgefangenschaft. Das war 1944. Und der Abschuss seines Fliegers war am 15. Februar 1944? Und von dort in Erfurt wurde er dann in ein Kriegsgefangenenlager nach Litauen gebracht? Ja, ich glaube, so war es. Er hat einige Male über Heidekrug gesprochen. Er hatte ein Zigarettenetui und jemand aus dem Kriegsgefangenenlager hat ihm Heidekrug eingraviert. Ich muss aber sagen, dass mein Mann nicht wirklich viel über den Krieg gesprochen hat. Ich habe also immer nur Kleinigkeiten erfahren in all der gemeinsamen Zeit. Er hat selten darüber gesprochen, er war mehr für die Zukunft und hat nicht so oft zurückgeschaut in die Vergangenheit. Und vergessen Sie nicht, ich habe ihn getroffen, als er so 35, 36 Jahre alt war. Es war also schon eine ganze Weile her, als er die Erfahrungen in seinen früheren 20er Jahren gemacht hat. Ich denke, er hat es ganz nach hinten geschoben, deswegen kam so selten etwas raus. Mein Ehemann ist in einem Verband für ehemalige Kriegsgefangene beigetreten. Und es gab von uns eine Gruppe, die auf das Schiff Stefan Battery gegangen sind. Wir sind dafür extra nach Polen gereist und haben dort einen Reiseführer getroffen und sind dort rumgefahren. Die Polen waren sehr freundlich zu uns und haben uns immer zugerufen. Mein Mann hat versucht herauszufinden, wo er einkaserniert war, aber erfolglos. Aber es war für uns alle eine schöne Erfahrung. Und später in seinem Leben ist er 2-mal im Jahr nach Leipzig gereist, weil er für seine Firma bei Ausstellungen mitgearbeitet hat. Er war immer sehr glücklich, dorthin zu reisen. Es war überhaupt kein Problem für ihn. Er hatte nie bitter über die Zeit im Krieg gesprochen. Ich komme in meinem Leben jetzt mit 83 Jahren an den Punkt, wo ich nicht will, dass die Erinnerungsstücke zerschlagen werden oder sogar verloren gehen, weil es schöne Stücke sind und ich möchte, dass sie an jemanden kommen, der sie wirklich wertschätzt. Etwas, was da ganz besonders heraussticht, nachdem er zurück nach England gekommen ist, als jemand, der im Fallschirm aus einem brennenden Flugzeug herauskam, war er berechtigt, dem Raupenclub anzugehören. Er bekam einen kleinen Raupenanstecker, ungefähr in dieser Größe. Und da er aus einem brennenden Flugzeug entkam, hatte die Raupe einen roten Kopf. Das war eine wertvolle Auszeichnung. And in fact, it was extremely valuable. Der Raupenclub gab ihm auch einen navyblauen Schlips, der bedeckt von goldenen Raupen war. Den hat er mit großem Stolz getragen. Ich bin mir sicher, dass es da draußen viele Menschen gibt, bei denen der Ehemann im Krieg war, die aber nicht gerne über diese Zeit sprechen. Aber das ist wirklich traurig. Ich denke, jeder sollte mit älteren Menschen sprechen, um ihre wirkliche Geschichte herauszufinden. Denn sonst kann es zu spät sein und dann hat man es verpasst. Ich bereue es sehr, nicht mehr darüber gesprochen zu haben. Aber es scheint mir auch so, dass mein Mann es einfach nicht wollte. Thank you. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.